Hallo zusammen, ich stelle euch das Künstlerpaar Lothar Quinte und Sibylle Wagner vor, die von 1987 bis zu Quintes Tod im Jahr 2000 verheiratet waren. Für den Maler war es die dritte Ehe. Als Künstler hatte er schon sein zweites Leben begonnen, nachdem er in Mitte der 70er Jahre nach seinen sogenannten Corona-Bildern eine Auszeit in Indien genommen. Hatte er da schon der Fläche einen Raum gegeben, wurden seine Arbeiten danach noch tiefer. Die Energie der Meditation stieß auf den Farbklang der Unendlichkeit. Virtueller Raum und Transparenz zeichnen auch das Werk von Sibylle Wagner aus. Ihre Arbeiten leuchten, als gäbe es ein künstliches Licht dahinter. Was Lothar über malerische Mittel erreichte, schafft sie über Fotografie und Acrylglasschichtungen. Zwei Unendlichkeiten lassen grüßen.